Der einzige sichere Weg, der zu Eotas führt, ist ein steiler Aufstieg an einer gigantischen Säule aus leuchtendem Adra. Die Säule bildet einen langen Bogen aus leuchtendem Adra und damit verschmolzenen Gebäuden von Ukaiso, der sich über die Maschine erstreckt. Die Säule endet auf Höhe von Eotas Kopf, wie ein stiller Zeuge der Zerstörung einer Maschine, neben der sie über Jahrtausende hinweg gewachsen ist. Du meinst dir deinen Weg entlang eines trügerischen, regennassen Pfades der zum Himmel gerichteten Seite der Säule. Als du an ihrer Spitze ankommst, wird Eotas auf dich aufmerksam. Überrascht hält er inne, um dich zu beobachten. Mit derselben Behutsamkeit, die er im aschgrauen Rachen an den Tag gelegt hat, senkt er seinen Arm und wendet sich dir zu. Ja, wir haben die Aufmerksamkeit des Gottes. Kann ich nicht einfach ins Rad springen, selbst zum Gott werden und alle anderen abschaffen? Monotheismus ist doch was Tolles. Du hast einen großen Zinken. Ich weiß gerade gar nicht, die Statue war doch nie so groß. Bist du gewachsen oder was? Also, ich rede jetzt vom ersten Teil. Das ist ja die Statue unter Khet Nuha gewesen. Die haben wir ja gesehen, in der Erde verbuddelt größtenteils. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Kopf jetzt so riesig war. Also ich meine, der Riesenzinken vor allem. Ja, es ist merkwürdig, Ukaiso so zu sehen. Questerfahrung, die uns nichts mehr bringt, ja. It may be hard to picture, but this city was once full of life. The Hawana, yes. But also Kith from many other cultures. Jetzt kann man sich das ja nur schwer vorstellen, aber früher mal war diese Stadt voller Leben. Hawana haben hier gelebt, ja, aber auch Gestande vieler anderer Kulturen. Great hanging trees shadowed these boulevards. Gardens sprawled across the open rooftops. Große Hängebäume haben ihre Schatten über diese Boulevards geworfen. Auf den offenen Dächern haben sich Gärten ausgebreitet. Each spring, a festival procession would wind its way from the hillside into this valley. In jedem Frühjahr marschierte eine Prozession vom Berg hinab ins Tal. The celebrants would pass through a steep walk among the stalls of foreign merchants. Flowers falling upon them from all sides. Auf ihrem Weg bergab sind die Feiernden an den Ständen der fremden Kaufleute vorbeigekommen und von allen Seiten sind Blumen auf sie herabgefallen. All people of all nations together in a celebration of new life. Such was the power and beauty of lost Ukaiso. Alle Menschen aller Nationen kamen zusammen, um den Beginn neuen Lebens zu feiern. So groß waren Macht und Schönheit des verlorenen Ukaiso. If we don't fix this mess you're about to cause, the whole world is gonna look this bad. Wenn wir diesen Schlamassel nicht wieder in Ordnung bringen, den du kurz davor stehst zu verursachen, wird die gesamte Welt genauso schrecklich aussehen. I mean, it's a mighty heavy load you're putting on our shoulders. I just hope we can carry it. Ich meine, es ist eine verdammt schwere Bürde, die du uns darum verlegen willst. Ich kann nur hoffen, wir sind stark genug, sie zu tragen. As long as there are people like you in this world, Adair, I truly do. Solange es auf dieser Welt noch Leute wie dich gibt, Adair, werde ich diesen Glauben nicht verlieren. This power has always been in the grasp of mortals. Now you will finally be aware of it. Now you will be able to decide what to do with it. Diese Macht hat sich immer in der Reichweite der Sterblichen befunden. Jetzt werdet ihr euch endlich bewusst sein. Jetzt werdet ihr in der Lage sein zu entscheiden, was ihr damit anfangen wollt. Gon, please, I'm begging you. What do I do following this? How am I to best serve those still living to improve our future chances of survival? Gon, bitte, ich flehe dich an. Was soll ich jetzt nur tun? Wie kann ich denjenigen am besten dienen, die noch am Leben sind, um unsere Chancen auf ein Überleben in der Zukunft zu verbessern? The Deadfire and the Eastern Reach are full of animancers. Women and men with brilliant minds who can solve this great problem. Das Todesfeuer und der östliche Abschnitt sind voller Beseeler. Es sind Männer und Frauen mit einem großartigen Verstand, die dieses große Problem lösen können. They will also need people with brilliant souls. Like you, Shodi. People who can tend to the spiritual needs of the world
in a time of fear and desperation. Außerdem werden auch Menschen mit großartigen Seelen gebraucht, Seelen wie deine, Xodi. Menschen, die in Zeiten voller Angst und Verzweiflung die Bedürfnisse der Welt erfüllen können. Remember, the flame you bear is not only light, but warmth. Provide comfort to all who need it. Denke mal dran, die Flamme, die du trägst, bedeutet nicht nur Licht, sondern auch Wärme. Biete all denen Trost, die ihn brauchen. I've never chatted up a god before. Feel like I should be asking something profound and philosophical. Hab noch nie zuvor mit einem Gott geplaudert. Kommt mir vor, als sollte ich ihn etwas sehr Tiefgründiges und Philosophisches fragen. And yet, thing I'll be wanting to know, what be stopping the other gods from coming down and just setting this shit back straight? And then you breaking it again? This be our new tides, then, all up and down, over and over, till the sea drowns us all. Und doch eine Sache würde ich gerne. Achso, er bricht den Satz hier ab. Was hindert die anderen Götter daran, hinabzusteigen und diesen Scheiß einfach wieder zu reparieren? Und dich daran, ihn wieder kaputt zu machen? Sind das unsere neuen Gezeiten rauf und runter, immer wieder, bis die See uns alle ertränkt? A wise question, Seraphim. Have no doubt. Some of the gods are already trying to figure out a way to fix this on their own. Eine weise Frage, Seraphim. Über eines kannst du dir sicher sein. Einige der Götter versuchen längst einen Weg zu finden, das auf eigene Faust wieder in Ordnung zu bringen. It is not beyond their capabilities. After all, we made these machines with the Huana many years ago. Es liegt nicht außerhalb ihrer Möglichkeiten. Schließlich haben wir gemeinsam mit den Huana vor vielen Jahren diese Maschinen geschaffen. Wie war das eigentlich vor dem Rat, frage ich mich die ganze Zeit. Wenn die Götter und die Huana das Rad gebaut haben für den Wiederbelebungszyklus, Zyklus, wie ging das dann vorher? Wo kamen die Seelen her? Wo sind sie hingegangen? But it is not something they can do easily. Not without mortal assistance. It will be for mortals to decide if they should receive it. Aber es ist nichts, das ihnen leicht fallen wird. Sie sind dafür auf die Hilfe der Sterblichen angewiesen. Und es wird ganz bei den Sterblichen liegen, ob sie ihnen diese Hilfe gewähren. Mit einem Kopfschütteln sieht Alof zu Eotas hoch. What right do you have to do this? Destroy the wheel and leave us with nothing? Without even knowing what will come next? Welches Recht hast du, das hier zu tun? Das Rad zu zerstören und uns mit nichts zurückzulassen? Ohne dass wir auch nur wissen, was als nächstes kommen wird. Alof, we are all gods and mortals, responsible for our own actions. Alof, wir sind alle für unsere eigenen Handlungen verantwortlich, ob wir nun Götter oder sind oder Sterbliche. But inaction carries its own moral responsibility. It is a burden I have carried for far too long. Aber Untätigkeit bringt ihre eigene moralische Verantwortung mit sich. Das ist eine Bürde, die ich schon viel zu lange mit mir herumgetragen habe. One must always do as their conscience dictates, even if that means abdicating a position of power. Man muss immer das tun, was das eigene Gewissen einem vorschreibt, und zwar auch dann, wenn es bedeutet, eine Position der Macht aufzugeben. But what of you, Watcher? Why have you followed me? Have you come to bear witness to the breaking of the wheel? Aber was ist mit dir, Wächter? Warum bist du mir gefolgt? Bist du gekommen, um Zeuge zu werden, wie das Rad zerbrochen wird? Ich bin gekommen, um dich darum zu bitten, Mitleid mit den Sterblichen dieser Welt zu zeigen, die wegen deiner Handlungen leiden müssen. Wenn ich nicht mehr bin, werden die Götter gegeneinander und gegen die Sterblichen kämpfen, es sei denn, sie hätten einen starken Anführer. Die Sterblichen brauchen einen guten Vorsprung, um zu verhindern, dass die Götter wieder alle Kontrolle an sich reißen. Und du musst sie dabei inspirieren. Ich möchte, dass du noch viel weiter gehst, als einfach nur das Rad zu zerbrechen. Ich möchte, dass du sie alle vernichtest. Ich bin nur hier, um das zu bezeugen, was geschehen wird. Ich bin gekommen, um gegen dich zu kämpfen. Ich schieße ihm auf die große Nase, genau. Ja, Mitleid zu haben klingt wieder eher nach Paladin. Wenn ich nicht mehr bin, werden die Götter gegeneinander und gegen die Sterblichen kämpfen, es sei denn, sie hätten einen starken Anführer. Die Sterblichen brauchen einen guten Vorsprung, um zu verhindern, dass die Götter wieder alle Kontrolle an sich reißen, und du musst sie dabei inspirieren. Nehmen wir die zwei. And you believe I should give my strength to one of them.
I am certain Whittaker has convinced you of this course. Nein! Und du glaubst, ich sollte einen von ihnen meine Stärke verleihen? Ich bin sicher, es ist wohl Dicker, die dich zu diesem Plan überredet hat. Why do you believe I should give this power, which we have used so irresponsibly for so long, to any of them? Warum bitte glaubst du, dass ich diese Macht, die wir so lange Zeit so unverantwortlich genutzt haben, irgendeinem von ihnen übertragen werde? Sie sind unverantwortlich. Da ist nicht einer unter ihnen mit der Autorität und der Macht, die anderen zur Ordnung zu rufen. Zwischen den Göttern wird eine Auseinandersetzung stattfinden. Deine Macht darin dafür sorgen, dass sie rasch und barmherzig beendet wird. Ich glaube noch immer an die Macht und Autorität der Götter. Ich möchte dafür sorgen, dass sie ihre eigene Position nicht durch eine Auseinandersetzung untereinander schwächen. Nehmen wir die zwei. Ich hoffe, meine Brüder und Schwestern würden nicht so. History has shown that this chaos may very well move them to war. Ich hoffe zwar, meine Brüder und Schwestern würden nicht so handeln. Die Geschichte hat jedoch gezeigt, dass Chaos ohne weiteres zu einem Krieg führen kann. You have convinced me, Watcher. The gods do need a strong leader. I will ensure they have one after I am gone. Du hast mich überzeugt, Wächter. Die Götter brauchen einen starken Anführer. Ich werde dafür sorgen, dass sie einen bekommen, wenn ich nicht mehr bin. Indulge me in a moment's curiosity. There is something I wish to know about Eora, about Kith, that I can only learn through your eyes. Gestatte mir einen Moment der Neugier. Es gibt etwas, das ich über Eora oder Eora über Gestanden erfahren möchte, das ich nur durch deine Augen lernen kann. Sprich weiter, was könnte ich schon wissen, das du noch nicht kennst? Schau mal einer an, jetzt braucht Eotas der Grün und Schreckliche etwas von mir. Meine Augen bekommst du nicht, die brauche ich noch. Vergiss es, genug geredet. Was könnte ich schon wissen, das du noch nicht kennst? Also sprich weiter. You followed me all this way, dodging an armada, navigating an impenetrable wall of storms. Du bist mir bis hierher gefolgt, bist dabei einer Armada ausgewichen und hast dich durch eine undurchdringliche Sturmmauer vorgekämpft. Voyaging across uncharted seas. Durch unbekannte Meere reisen. With the machinations of gods echoing in your ears. Und die Machenschaften der Götter halten in deinen Ohren. All the while trusting in the institutions of Kith to get you this far and earning their trust in turn. Whatever else happens this day, that much is remarkable. Dabei stets auf die Institutionen der Gestandenen vertrauend, dich so weit zu bringen und im Gleichgewicht ihr Vertrauen gewinnen. Egal was heute noch passieren mag, allein das ist schon erstaunlich. I believe that mortals possess the strength to collaborate and shape a future of their own design. Not all of my brothers and sisters agree. Ich glaube, dass Sterbliche die Kraft haben, zusammenzuarbeiten und ihre eigene Zukunft zu gestalten. Nicht alle meine Brüder und Schwestern sind der gleichen Meinung. By relying on others and coming together in a time of crisis, you illustrate my point. The gods will witness you and question their assumptions about how responsible, empathetic and sophisticated mortals can be. Indem ihr euch auf andere verlassen habt und in Krisenzeiten zusammengekommen seid, unterstreicht ihr meinen Punkt. Die Götter werden euch zusehen und ihre Annahmen, wie verantwortungsbewusst, einfühlsam und feinfühlig Sterbliche sein können, in Frage stellen. What inspired your decision, Watcher? Did the choice echo your foundational beliefs? Or were you influenced by observation? Was hat deine Entscheidung inspiriert, Wächter? Gibt sie deine Grundeinstellung wieder oder wurdest du von Beobachtungen beeinflusst? Die Prinzipien haben Einheit und Anpassungsbereitschaft gezeigt. Sie können das Archipel vereinen. Stärke beherrscht das Todesfeuer. Wenn das Piraterie bedeutet, dann soll es so sein. Ich wollte beweisen, dass Whittaker Unrecht hat. Sie glaubt, dass die Zusammenarbeit von Sterblichen stets zum Scheitern verurteilt ist. Jemand hat mir ein gutes Angebot gemacht und ich habe es akzeptiert. Ist nichts Persönliches. Ich schulde dir keine Erklärung. Nehmen wir die drei. Whittaker has been especially active since the downfall of her favorite operative. Have you ever considered that she is mentoring his replacement? Seit dem Untergang ihres Lieblingsagenten war Whittaker besonders aktiv. Hast du schon daran gedacht, dass sie seinen Ersatz ausbildet?
Das ist ein besorgniserregender Gedanke. My brothers and sisters never act when the gains are strictly short term. Meine Brüder und Schwestern handeln nie, wenn es nur um kurzfristige Gewinne geht. If Wutica's shadow has fallen upon you, that can only mean she recognizes your potential to further her ambition.